Uiuiui. Uiuiui. Man heißt halt gerade richtig gegoogelt. Ich glaube, es ist das erste, was man gehört hat. Sexy. Kurz reinhören, ne? Musik abchecken, kennst du ja. Voll geil die Musik. Und ich muss husten. Ja, darfst du jetzt nicht. Kurz abhusten. See you soon. Welcome back. So, ich glaube, ich habe die richtige Zeile gemutet. So, schauen wir noch mal, ob alles passt soweit. So. Da kann ich jetzt mal die Szene wechseln. So. Dann. Malen wir jetzt einen Saftsack. Dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr so lang dauern, weil ich will ja eigentlich nur noch. Ne? Also, meine Idee ist, Marius, ein Saftsack, einfach ein Kartoffelsack, ne? Braun. Ist ja klar. Das habe ich heute schon den ganzen Tag vorgezeichnet. Und dann halt den an der einen Seite so halt so ein bisschen dunkler machen, das war jetzt wieder feucht und unten drunter so eine orangene Pfütze, weil da halt dann Saft drin war. Fellhaft. Ja. Ich find's geil. Und dann haben wir den Saftsack. So. Passt soweit alles. Habe ich schon Frames verloren? Nein, noch gar keine. Ey, Maler. Richtig gut. Ich glaube, die Musik geht mir langsam sogar schon auf den Keks. Ich glaube, ich sollte alle Ebenen miteinander vereinen und dann kann ich super easy einfach alles durchmarkieren. Erstmal brauchen wir ein gescheites Braun und nehmen wir das aus dem Saftsack mit I, oder? Jawohl. Ich kann die Hotkeys noch auswendig. Pinsel. Meine Lunge pfeift heute. Ich glaube, es kommt von den ganzen Zigarillos. Wollte gerade sagen, musst du aufhören zu rachen. Du hörst erstmal auf zu trinken. Nein. Meine Lunge pfeift nicht. Ich habe keine Probleme, Julio. Ich habe keine Probleme, die man hört. Ich kann dir jeder Arzt bestätigen. Dass meine Augen gelb unterlaufen sind, das ist nix. Ich höre auf. Wie ging das nochmal mit dem Markieren? Markieren? Wie konnte man nochmal... Nein. Verarsch mich doch nicht.
Warte, ich konnte doch, konnte ich nicht irgendwie. Gab's nicht so ein super krasses Magic Tool, mit dem ich. Ja, falsch Gimp. Jetzt lass dein Gimp da raus, Alter. Ohne Geschmack. Und ich weiß, würdest du das nicht mögen? Ich mag Gimp sehr sogar. Mir ja gerade so blöd, das tut da, das ist doch, oder? Automatisch auswählen, jawohl. Ey, gar nicht so schwierig. Hotkey W. Was ist jetzt ausgewählt? Das finde ich echt schwierig bei Clip Studio Paint. Wir malen einfach mal rein, mal schauen. Ja, das Richtige ist ausgewählt, das passt. Habe ich nicht gerade irgendwie einen Braunton oder so gefunden? Kann ich hier nicht irgendwie eine. Gab es hier nicht eine History oder so von Farben? Hier? Da ist da. Da hätte ich auch einen Braunton. Nehmen wir mal kräftige Wasserfarbe. Jeder mag Wasserfarbe, oder? Ba, ba, ba. Dann mal ein bisschen anmalen. Jetzt soll schon ein bisschen so aussehen, als wäre es nicht perfekt, weil das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, ich bin auch blöd, ne? Alles rückgängig machen. Yeah. Weil ich habe die Fall. Alter, meine Lunge hat schon wieder gepfeift. Ich glaube, irgendwas stimmt mit mir heute nicht. Zu viel passiv geraucht. Ja. Fühlst du dich wieder überlegen oder was? Hallo. Ich bin der Marius. Ist wäre so ein Bullshit zu labern, Alter. Was ist der einzige Anglizismus ist, den ich nicht akzeptiere? Akzeptierst du Asylanten? Ich habe keine Antwort auf dich gar nicht mehr, weil du mir einfach nicht wert bist. Ich meine, wenn man besser das ist, mal muss man als da. Nein und finde es echt übel. Ich meine, wenn man so ein Besserwisser ist wie du, muss man damit rechnen, dass man irgendwann keine Freunde mehr hat. Das glaube ich nicht. Okay. Wow. kann ich nicht viel zu sagen, also. Hast keine Freunde. Heute machst du dir Spaß, Gefühle zu verletzen, oder? Ist mir aber ganz recht, keine Freunde zu haben, weil dann muss ich nicht mit Menschen wie dir befreundet sein. Dein ganzer Ruhm basiert darauf, andere Leute fertig zu machen, Alter. Ohne Dreck. So wie bei Hitler. Ja. Dafür Voll kennt man dich nur. richtig mit Juden. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Ich bin so behindert. Ja. Dich lässt das Leid anderer Menschen auch kalt, mein Leid vor allem. Das stimmt. Weißt du, dass ich ein emotionales Wrack bin wegen dir? Also. Ja. Fun Fact für alle, die gerade zuschauen: Der Marius fährt ein Renault Twingo. Würde ich ja ohne Rücksicht auf Verluste treten, du. Echt? Auch wenn es ein Geschenk von meinem Vater gewesen wäre? Wäre dann egal? In den würde ich schon reinlatschen, ja. Immer auf Anschlag. Kann man, dass deine Familie dich anfängt zu verstoßen? Tut sie? Ja. Deine Mutter. Das brauche ich gar nicht. Du hast keine Mutter. Hast keine, meine Familie ist meine eigene. Meine Freundin und meine Kinder. Oh je. Boah, Mann, bist du ekelhaft. Also war nur ein Joke. Mich stört das nicht, keine Sorge. Bin nur ein Jockel. Das machen wir auch alles noch über. Ja, perfekt. Der Sack ist schon fast fertig. Ja, vielleicht hätte ich das Zeichnen selber auch streamen sollen, aber gut.
Ich wäre eigentlich dafür, dass ich jetzt andere Musik reinmachen würde, aber... Wie lange hören wir die denn schon? Ach, 12 Minuten dasselbe Lied, das geht noch. Hast du irgendeinen Musikwunsch von Sachen, die ich auf dem PC hab? Weiß ich, was du auf dem PC hast. Okay, krass. Du hast keine Hacker-Skills. Ach, bestimmt immer nur so... So Nigger-Musik oder so. Möglich? So ja, als Mittelalter-Musik. So, Steuerung D. Na, kennt sich so gut aus, dass du weißt, was Steuerung D macht? Dachte ich mir doch. Die Flicken machen wie ein bisschen Ruder. Bisschen Farbe da reinzubringen. A little bit of color. People of color. Zack, zack, zack. Jetzt können wir aber einen Dunkelbraun machen, das ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Ist das im Lied oder ist das irgendwas unten bei uns? Bricht gerade jemand ein? Also lautes Krachen? Bricht jemand an? Okay. Jeder Gast ist bei mir herzlich willkommen. Gleich wieder da, Julio. Ich bin auf jeden Fall nicht kacken. Ja. Wer es glaubt. Jetzt ein bisschen mehr Gehelp, wir brauchen mehr Gehelp. Für die Schnur. So. Ach du Heilige. Muss ich aber so viel markieren. Ich schaff's nicht. Ich auch diese Dinger alle unterteilt habe. Oh nein! Sorry. Meine Stimme ist nicht vom ersten Bierglas klar. So. Das habe ich alles, glaube ich. Kurz hier reinschauen. Mm-hmm.
Na, nochmal müssen wir es nicht hören. Jetzt machen wir mal einen Bruch mit der ganzen Sache. Sehen wir entweder irgendwas, ein bisschen was Kräftigeres oder was ganz anderes. Was habe ich denn hier in dem Ordner noch? Wir könnten Regengeräusche anhören. Musik. Behinderter Dreck für TeamSpeak 3. Das kann ich nicht abspielen. Ich würde es ja gerne auf YouTube dann hochladen. Und dafür wurde es schon mal gesperrt. Mein Video. Da ist irgendwas drin, was das Copyright zurück beinhaltet. Was haben wir denn hier? Diffusel habe ich gerade gar keine so große Lust drauf. Tricky? To Unlimited? Nee. Soundeffekte, was habe ich denn da drin? Ja. War nicht schlecht. Wo habe ich denn die ganze Musik hin, die ich... Jetzt hör doch mal auf hier. Nee, ich hatte ganz lange Playlists mal gedownloadet, aber ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Future Funk, hier. Oh Gott. Solala. Die läuft doch immer. Jetzt bauen wir eine neue Ebene. Für die Kordel hätte ich nämlich schon gerne eine andere. B für die Brushes. Das ist nicht hell genug, ne? Da sieht man fast keinen Unterschied. Ich möchte schon so eine richtig gelbbraune Kordel. Ah, nein. Mehr Weiß. Mehr Weiß. Wir brauchen mehr Weiß. Hallo. Die Farbe ist gar nicht mal kacke, die ich gerade habe, Marius. Aber irgendwie hätte ich da doch trotzdem noch mehr Gelb gern drin. Aha. Ja, ich würde dann einfach mehr Gelb reinschuben. Ja, ich probier's gerade. Echt nicht so einfach. Ja, das könnte sein. Na ja, das sieht doch gut aus. Ah, der Sack selber ist schon mal echt schick. Richtig schöner Sack, würde ich jetzt mal sagen. Kommt da gar nichts von dir? Ah. Was mache ich denn jetzt? Womit macht man dann nächstes weiter? Schatten eigentlich immer zum Schluss, ne? Ist immer schon so das Schlussding. Du bist auch so eine Art Schlusslicht. Dann würde ich erstmal sagen, mach jetzt nächstes die Pfütze, oder? Sag mal, wenn deine Hose dreckig ist, Marius, ja. Dann drehst du sie dann eigentlich auch einfach um? Also nicht nach rechts drehen, sondern... Ja. Oh, es ist eklig. Das ist ganz normal. Wie kann man in meiner Hose vorne und hinten Scheiße haben? Nee, wenn man sich umdreht. Ich finde das schon hart eklig. Du tust immer so, als würdest du es abartig finden, einfach
weil du es selber machst. Nein. Noch nie gemacht. Und erzähl jetzt kein Humbug, das ist so. Humbug ist schon ein schönes Wort eigentlich. Wollen wir mal Ölfarben benutzen, oder? Mal schauen, was es bringt. Okay. Okay, ja, da müssen wir jetzt irgendwie eine saftige Pfütze da drunter kriegen. Weiß nicht, ob ich die mit Ölfarbe hinkriege. Die muss ja schon einen klaren Rand haben. Vielleicht mit Tusche. Angeraut. Stabilisierung ist, stellen wir mal irgendwie auf 30 hoch. Dann kriege ich auch schöne Rundungen hin. Schöne Rundungen. Na, Pinsel sind Ticken zu groß. Ein angeraut. Ach, nein, Tusche passt gar nicht. Außer vielleicht geglättete. Könnte das ausgelaufen aussehen? Ich weiß es gar nicht. Schlecht finde ich es ja nicht. Farbe ist nicht so meins. Dann machen wir mit glatter Tusche mal hier das doch den Hintergrund noch zu. Nicker? Danke, Basti. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das funktioniert einfach gar nicht. Ohne Mist. Der Orangeton ist irgendwie nicht schön geworden. Ich meine, es soll ja nach leckerem Saft aussehen. Das ist hohes C. Reich an natürlichem Vitamin C. Obwohl die Farbe jetzt schon gehen würde. Wir schieben das mal hier alles auch unten drunter, ne? Ja, wenn man genau jetzt schaut, es scheint hier ein bisschen durch, ne? Die Farbe ist ja nicht ganz dicht. Das, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, wenn ich jetzt hier näher hingehe. Passt schon. Die Stabilisierung darf ich nicht vergessen, aus der Tusche rauszunehmen. Geglättet? Angeraut habe ich auf 30 gestellt. Hatte die Waffe auf 5 oder so? Okay. Dann haben wir zumindest jetzt schon mal die Grundfarbe. Ganzen Zeugs. Ich überlege jetzt, bis wohin würde man da eigentlich sonst die Linie ziehen, dass es feucht aussieht. So, die Feuchtigkeit kann ja über das alles hier rüber. Das macht ja nichts. Ich würde gerade sagen, ich mache es einfach mit Schwarz und reduziere dann die Visibility. Visibility. So, jetzt habe ich auch alles erwischt. Ja, mehr muss ja in dem Saftsack nicht drin sein. Normal. Komm, jetzt die Angra... Nee, nehmen wir Ölfarben.
würde die Farbe an sich überhaupt passen. Farbänderung? Was ist denn das? Ne, bleiben wir bei Wasserfarben. Vielleicht blickdichte Wasserfarbe. Oder wässrige Wasserfarbe. Man kann es ja auslaufen lassen. So. Die hat einen Rand, ne? Alles nicht so das Gescheite. Malen und zusammenpassen. Na. Na. Mal erstmal alles dunkel und schauen, ob das dann den Effekt kriegt, den ich möchte. Ja, den bekommt's. Jetzt muss es nur hübscher aussehen. Gut. Wie würde sich Saft in so einem Ding verhalten? Muss er sich richtig in den Saft einfühlen? Stifte. So? Wo hat man normalerweise einen Fleck dran? Vielleicht sollte ich gar nicht so viel drüber nachdenken. Wir könnten den Airbrush nehmen. Harte Mischung. Ja, das kann auch ruhig größer. Wir können noch viel größer machen. 2000. Mal 2000 ist zu groß. Hast du noch deine Monster Quest Folge? Nee, ich spiele Shadow of War. Ach so. Das Spiel, das du dir nochmal kaufen würdest. Jawohl. Du musst dir nochmal einen neuen Rechner für kaufen würdest. Right. Schon crazy. Bin ich dir ungefähr genauso viel wert? Bitte? Bin ich dir genauso viel wert? Ja. Das hört man gern. Hab ich hier 23, dann machen wir 20, dann kann ich es mir besser merken. Dann klatsch mir doch eine drüber, die mache wieder ein bisschen dunkler. Auf, weiß nicht, 25 vielleicht?
Okay, und dann. Auf 30, war ein bisschen Kleiderbacher. So, sieht doch zumindest jetzt ein bisschen nach Saft aus. Okay, transparente Wasserfarbe. Vielleicht lieber den Airbrush wieder. Abra. Kräftiger Surfer. Textur betont. Was passiert denn hier jetzt? Ich sehe bei irgendwie fast keinen richtigen Unterschied, aber schön, dass es sie gibt. Fällt mir irgendwie ein, dass das Ding hier noch so einen weißen Rand bräuchte. Um mehr nach guten Orangensaft auszusehen. Ich frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Einfach Orangensaft. Eigentlich ist es ja Multivitaminsaft hier. Ja, das sieht doch nett aus. Sieht schon nach was aus. Was musst du eigentlich gerade da noch machen im Spiel? Ich meine, du spielst es so oft. Also so oft jetzt auch nicht, aber halt öfters. Ja, richtig. Und zwar versuche ich meine Gegenstände noch aufzuwerten. Mhm. Ja, du kannst, je nachdem was für eine Stufe die sind, kannst du sie entweder gar nicht aufwerten, einmal, zweimal oder dreimal. Ja. Und ich habe jetzt soweit alles, dass ich in dem Bild, das ich jetzt benutze, mein Schwert ganz hoch geskillt habe, mein Dolch und Rüstung und so Kram. Mhm. Und jetzt versuche ich gerade noch meinen Bogen ganz aufzurüsten und dafür musst du immer so Herausforderungen abschließen. Also du kannst ja da diese Orks rekrutieren. Ja. Ich muss jetzt zum Beispiel, um diese letzte Verbesserungsstufe neischüren zu können, jetzt einen Ork des Mystikerstammes der Stufe 55 oder höher rekrutieren. Mystikerstamm, was sind das? Ein sehr mystischer Stamm. Die sind halt immer in so verschiedene Gruppen eingeteilt, also irgendwie so, was gibt's da alles? Die Low Gang. Low Gang, genau. Ich kann nochmal gucken, was hier so ist. Es gibt zum Beispiel Marodeur-Stamm, Weißt du, ob ein Ork was ein Marodeur ist? Kriegstreiber-Stamm. Ja, das klingt schon mehr nach Ork. Ja. Und gesitteter Ork. Feinschmecker-Ork-Stamm.
sowas halt. Und ja, die haben dann auch verschiedene Waffenarten teilweise, glaube ich. Okay. Also manche benutzen eher so verfluchte Waffen, vergiftete und sowas. Also ich habe das beachtet, das eigentlich so ja überhaupt nicht, weil das eigentlich sehr unwichtig ist. Also kehrst gar nicht so. Ja, also ich habe sie bisher halt immer nur einfach alle abgeschlachtet. Und jetzt brauche ich sie halt. Und deswegen. Ja, mal ich auf Anfang. Mache ich das jetzt mal. Alter, sind da viele. Bringt es da auch das Spiel nochmal durchzuspielen, also ganz? Bitte? Bringt es da auch nochmal das Spiel ganz durchzuspielen, so wie bei Witcher mit Todesmarsch und so? Nee, du hast natürlich die Schwierigkeitsgrad, dass du nochmal durchspielst und dann halt aber deine ganzen Sachen hast, aber halt. Nee, das geht nicht. Also wenn ach, dann schade. Was will das sehen? Ja, das ist wirklich schade. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht so schwierig reinzubringen, oder? Also nochmal zu spielen mit derselben Ausrüstung. Ja, wobei man jetzt halt sagen muss, dass bietet schon noch was? Das jetzt auch nicht. Nee, also jetzt nicht so eine krasse Story hat. Wo man sagen würde, yo, das spiele ich jetzt nochmal. Ich finde, das ist sehr schön in Szene gesetzt. Hm. Das klingt auch gut. Also ich kann mich gut drin versenken, ebenso wie in Witcher. Yeah, Switcher. Ich versenke mich gerne im Switcher. Ich kann mich halt irgendwie auf keine Musik einigen. Irgendwie nervt mich die jetzt schon wieder. Ja, weiß nicht. Was haben wir denn noch so? Ich weiß nicht, Funpark Bernd. Habe ich jetzt nicht das Richtige zum Zeichnen? Ah, Praldasar könnte man schon mal reinhören, oder? Wir könnten ein bisschen Initial D hören. Oh, Initial D wäre doch nicht schlecht. Es geht halt wirklich immer. So. Nicht zu laut, sonst ballert uns alle weg. Ist das Night on Fire? Klar, ist das Night on Fire. Als ob ich das nicht wüsste. Ich hätte jetzt gerne nochmal, noch für den Saft tatsächlich, noch ein bisschen was gemacht. So weiß. Hä? Nicht blöd? Ich hätte aber eine Frage. Sind Sie blöd? Manchmal fühle ich mich blöd. Gerade zum Beispiel. Schlagschatten? Nee, dann machen wir mal sanft. Das braucht aber nicht sanft. Hervorheben. Was macht denn das? Das klingt so gut. Schlagschatten. Aber wenn ich sanft auf ganz hoch stelle, kann ich damit sicher ein paar gute Flecken machen, die so ein bisschen saftig aussehen. Stehst du eigentlich auf saftige Flecken? Allgemein mal gefragt. So ein Alter. Hä? Was nicht wahr ist, es gibt da überhaupt keinen. Es muss da noch ein bisschen feuchter aussehen alles. Damit kenne ich mich übrigens aus. Aber Backe, ey. Ich hab noch nie in meinem Leben Scheiße gelabert. Aha. Noch nie? Hm. Kein einziger Schwarz? Mhm. Nee? War ja. War so ein bisschen? Nee. Nee? Nein.
Jetzt ohne Dreck. Ohne Dreck und ohne Scheiß, ja. Alter. Nein! Ich weiß, beeindruckend, aber du musst mich jetzt nicht irgendwie als Helden feiern. Ich weiß selber, dass ich doch relativ cool bin. Das verwischen wir jetzt alles noch. Hier ist doch das Wischwaschstuhl irgendwo hier in der Ecke. Gott. Da, das ist das Wischi. Das oh Gott, lala, lala. Night on fire. Heidewitzka, deine Mutter. Für die Ehre der Jungfer Heidelbeere. Wer kennt nicht die Jungfer Heidelbeere? Nach mir keiner, ne? Das ist schon selten blöd, weißt du das? Ich kann es beurteilen, ich bin der Experte drin. Nicht blöd sein. Was? Im Rum Albaritis? Jo, warum sind hier so viele? Joko und Klaas. Ah, die sind 5 Hauptmänner! Ja. Und ein Junge mit dem Stimmbruch oder was? Alles Marodeure! Marodeurs. Kenn ich keinen. Alter! Das ist doch. Ist jetzt eine Sitzung oder was? Was geht denn hier ab? Ich stehe auf Sitzungen. Bitte? Ich stehe auf Sitzungen. Verstehst du? Stehe, so. Sitzungen. Ich stehe auf Zunge. Ja, und? Hast du damit auch ein Problem jetzt oder was? Ja. Man merkt halt einfach, dass du irgendwas gegen mich hast. Ohne Scheiß. Bist du ready für die Night on Fire? Ich bin immer on fire. Sicher? Jo. Achso, das ist nur ein so ein Schlewinski. Ist doch keine Sitzung. Oh, 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 oh. Night on Fire. Das sieht mir zu glatt aus. Flacher Pinsel. Ja, komm, das ist schon besser. Das mischt sich auch mit dem Hintergrund, das finde ich. Warte, das muss, der Schatten muss unterm Saftsack. Ich glaube, dann passt's, oder? Ja, dann passt schon. Von der Farbe her. Könnte ich eigentlich noch einen anderen Pinsel wieder nehmen. Nee, was war das hier? Geschmeidige Wasserfarbe. Transparente, Blickdichte. Ich hätte eh nochmal mit dem G-Pen dann da vorbeigehen müssen. Ich hoffe, du kennst den G-Pen. Na Mann. Ein Muschi. So groß der Pinsel. Doch blöd. Ohne dass es mir so schwer tut. Zack, Kopf ab. Aus die Maus, Prügel raus. So geil. Aus die Maus. Prügel raus. Alter, warum geht eigentlich Running in the 90s so ab? Warum, das geht echt ab. Warum fährst du damit nicht öfters auf der Autobahn? Weil man da nicht driftet. Traust dich doch nur also, nicht mit deinem Auto zu driften. Ja, das stimmt. Das ist auch eine Lusche. Wenn du cool wärst, würdest du auch Straßenrennen machen. Kommt man ja aus dem Gefängnis raus, ne? Was war das jetzt für eine. Wenn du parallel noch ein Verbrechen begehst, passiert dir nichts. In the 90s. Yeah. Also
weiß auch gar nicht, ob... Ah, es könnte sein, dass gewisse Stämme nur in gewissen Gebieten vorkommen. Klar. Nochmal. Arzbrohr, den Starken. Hermann? Asbro. Das könnte eine schwedische Firma sein. Lol. Was stellen die her? Schon Jalousien, oder? Asbro-Jalousien. Bei ihm im Baumarkt. Das können zu diesen kleinen Fernsehdingern laufen, die immer im Regal stehen. Den schlechten Lautsprechern. Asbro. Euch übertrieben mit dem Schatten. Meine Schramme hat eigentlich keinen Schatten, ich will die nur ein bisschen hervorheben. Get your credit card. All I wanna get. Das Lied ist einfach zu geil. Fühle ich mich direkt in meine Jugend zurückversetzt. Damals, in den 90ern. Hä, was ist... Was ist das jetzt? Warum ist die Farbe hier dunkel und da hell? Bin ich bescheuert? Ja, hier, gerade eben habe ich doch exakt an derselben Stelle dunklere Farbe gemalt. War ich im anderen Layer drin? Nee, ich habe nicht im falschen gezeichnet. Ich bin schon... In dem habe ich nicht gezeichnet. Welchen habe ich gezeichnet? Ah, das hier ist... Klar, jetzt bin ich blöd. Das ist der hier. Ja. Maika. Maika. Maika macht das Würstchen. Schon seit 100 Jahren. Marius, gib's zu, du wolltest auch immer die Mini-Winnies von Maika essen. Ja. Das waren diese Mini-Würstchen an der Kette. Da gab's immer eine Werbung, die du sicher nicht gesehen hast, weil du nicht so viel Fernsehen durftest, aber ich hab sie gesehen. Und das war so ein krasser Kindergeburtstag und dann so, boah, alle fressen Mini-Winnies. Oh. Und essen halt so eine ganze Kette Wurst. Und das war das Lässige dran. Alter. Richtig geil. Oh. Und das ist halt in gewohnt guter Maika-Qualität. Wie soll ich den mal benennen, dass ich da gerade Schattenzeug mache? Ach nee, umbenennen mache ich gar nicht so, ne? Das mache ich hier? Ja. Schatten. Ja, mein Grüße dich. Ohne Mist, Marius. Schatten sind schwer.
Ja, weil irgendwie sehen die alle komisch aus, aber ich tue dann so, als wäre es gewollt. Und dann rede ich nicht mehr drüber und dann sind alle mit zufrieden. Ich meine, man sieht es am Ende eh nicht mehr. Ich mache eh viel zu viel Arbeit dafür, dass ich das als Discord-Emoji haben möchte, was irgendwie 16x16 Pixel groß ist oder so. Das ist schon ein bisschen größer, oder? Ein bisschen größer als 16x16. Aber halt klein. Super klein. Ich meine, es macht ja auch Spaß. So ist es ja nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Pinsel, den ich benutze, dass der irgendwie zu stumpf ist. Das verbessere ich später. Und deswegen sehen die Rundungen immer so komisch aus. Würdest du gerne Flugzeug fliegen können? Jo. So, ich glaube, es kommt nochmal Night on Fire. Night on Fire sollte man sich ruhig schon mal nochmal anhören können. Das ist immerhin Kultur. Wenn du überall hinfliegen könntest, wo würdest du als erstes hinfliegen? Wenn du jetzt selber fliegen könntest? Good question. Entweder irgendwo richtig weit in Norden oder richtig weit in Süden. Okay, das ist nicht schlecht, glaube ich. Mehr Schatten reinmachen. Ja, würde ich hier gerne die Teile so verlängern, so irgendwie. Aber ich glaube, das sieht super komisch aus. Ach, obwohl, ist doch egal. Dann weit weg geht's eigentlich wieder.
Na, wie geht's mit all den Leuten, die gerade zuschauen? Seid ihr auch Saftsäcke? Also hier fehlen natürlich noch die Schatten, ne, an dem Flicken vom Saftsack. Die ganze Schnur ist noch nicht gemacht, der obere Teil halt noch nicht. Das können wir aber erstmal. Ich weiß gar nicht, immer noch nicht mit dem Hintergrund, ne, ist ja nicht ganz. Ganz dicht. Oh. Mir geht es gut und dir? Mir geht's auch ganz gut. Marius, wie geht's dir denn? Blackburn fragt. Auch oh, tipptopp. Man muss ja, ne? Ja, ja. Und nein, kann man da nicht sagen. Geht's dir gut? Nein! Das ist ein No-Go. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ah. 100-mal besser. Da spürt man wieder richtig, wie das Wasser zurück in den Körper kehrt. Ich mache ja zurzeit eine Wassertherapie. Ah. Ja, ja. Lack oder was? Ja, ja. Genau. Oh nein, schon 0,3% der Frames sind verloren gegangen. Ich frag mich, was immer los ist. Fleckmon, läuft der Stream sonst bei dir soweit ganz okay? Gut genug, dass es nicht abschmiert? Night on Fire. Soll ich nochmal Running in the 90s laufen lassen? Oder meinst du, ballert mich das zu krass weg? Schwierig. Schwierig. Eigentlich motiviert's mich ja richtig. Ich meine, keiner kann schneller Schatten zeichnen als ich. Ich bin quasi wie Lucky Luke, nur dass ich nicht so schnell schieße oder so schnell zeichne. Ich bin ganz schön gut umsonst. Wow. Autsch. Hä? Ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Ich hoffe, du hast nicht über mich und auch nicht über Lucky Luke geredet. Gib doch zu, Lucky Luke ist genauso ein großer Held für dich wie für mich. Fleckmon, was hältst du von Lucky Luke? Ich kenne so Geschichten von Marius, als er sich als Lucky Luke gehalten hat, das war krass. Ja, ja. Das sind so geheime. Hängt ab und zu mal, aber momentan ist es ganz gut. Okay. Ja, ich mache mir irgendwie Sorgen. Irgendwie hält die Bitrate nicht so konstant. Bisschen komisch. Ich meine, jetzt gerade zeichne ich nur, da geht's ja noch, aber wenn man sonst was spielt, ne? Uiuiui. Dann ist sowas natürlich nicht gut. Ich habe vorhin Internet-Speed-Test gemacht, ja. Und Online-Test. Und da hatte mir prophezeit, dass es ganz gut sein sollte, aber wie gesagt, ich sehe es ja hier selber in der Bitrate, dass es da ein bisschen schwankt. Normalerweise trinke ich immer einen Schluck Bier, wenn sie einbricht, aber es ist zu früh für Bier. Und ich habe gerade keins neben mir stehen. Oh, puh. Oh, Fleckmann hat früher mal Lucky Luke gelesen. Ich auch. Ja, ich auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt, ich verdrück mich immer. Ich will Z drücken.
Und dann drücke ich T. Was habe ich jetzt? Nein, jetzt bin ich irgendwie bei einem komischen Stift. Geh weg. Wieder Z. Ah. Ich verzweifle heute noch. An den Tasten. Ich glaube, ich habe meine Hotkeys auch alle richtig komisch gesetzt. Weiter weg anschauen. Ich meine, man sieht ja eh dann am Ende fast nicht mehr. Aber sieht schon nach einem Sack aus, ne? Es sieht nach einem Sack aus. So, ja, wird so diagnostiziert bei dir. Dass du so ein Sackgesicht bist. Da könnte man sicher so ein alte Leute-Witz draus machen. Mit Sackgesicht und Arzt und so. Alte Leute Witze gehen immer. Was kommt danach nochmal nach Running in the 90s? Gas, 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 oder? Ja. Ja, das kann man auch anhören. Gas, Gas, Gas. Und dann will ich mal wieder was anderes als Super Eurobeat. Schau eher anstrengende Musikrichtung. Dieser Mist hier, ne? Das muss ich später alles noch übermalen. Die Ränder sind bald durch. Vielleicht sollte ich auf den Sack noch eine Orange draufmalen, dass man dann weiß, dass es tatsächlich ein Saftsack ist. Weil sonst wäre da ja eine Kartoffel drauf vielleicht. Oder was habe ich vorhin gelesen? Potato fresh in your bag oder sowas? Stand auf dem Main. Das war so ein Turnbeutel, ne? Also wirklich so. So ein Turmbeutel, welchen manche Leute so über den Rücken tragen, weißt? Mit den Bändern. Aber das war halt, da stand halt irgendwas über Tomaten, würde ich sagen, Kartoffeln drauf. Wie lagert man eigentlich Tomaten? Nicht in Kisten, oder? Und nicht in Säcken. Ich meine, wenn du jetzt so ein Pionier wärst und... Da hatscht ja dann alles. Ja, ne? Aber es gibt... man kann Äpfel in Säcken kaufen, oder? Ich meine, es gibt ja Obstkisten, aber so einen Apfel könnte man ja auch in den Sack tun. Der ist ja fest genug. Ja. Eier in einem Karton? Karton? Kartonage. Wo lagert man sonst noch was? Hier habe ich ja was vergessen. Moment mal. Ne, passt alles. Ich habe mir schon wieder Sorgen gemacht, dass ich die falsche Ebene benutze. Das hasse ich ja. Da machen wir noch ein paar Striche hin, einfach nur damit es so aussieht, als hätte ich noch mehr gemacht. Das ist ein bisschen zu dick. Weh. So. Steuerung D. Dann noch nur noch das Bändler und dann noch den Flicken schattieren und dann mal schauen, da muss ich den Hintergrund noch besser machen. Weil ich meine, man sieht hier, ne, der Alpha-Kanal. Ach ja, Gas, Gas, Gas ist schon ein gutes Lied. Kann ich nichts anderes zu sagen.
Ich könnte eigentlich auch einfach. Habe ich die Kordel habe ich hier extra gemacht, oder? Auf Ebene 4? Ja. Könnte ich einfach Ebene 4 markieren, dann. Müsste ich dort den. Sicher nicht? Ah, natürlich, hier drunter ist ja dann nichts. Ach, verdammt. Dann doch wieder alles einzeln markieren. Maika. Maika macht das Beste. Was für Produkte macht Maika eigentlich alles? Also sie machen diese Wienerle aus dem Glas. Die Mini-Winis. Curry King. Und mehr weiß ich gar nicht von Maika. Das ist schon die richtige Ebene. Wenn ich dieselben Sachen noch da reinhauen? Ich glaube, das lasse ich. Ich meine, so viele Ebenen sind es doch nicht, dass es jetzt verwirrend wäre. Ist ja nur ein Sack. Nein, jetzt haben wir nicht nochmal Night and Fire. So. Jetzt haben wir was anderes. Was anderes. Was anderes. Was ist denn hier? Ich habe einen Ort, der heißt Mix. Was ist denn da drin? Welche Musikarten kannst du, könnt ihr denn überhaupt nicht ab? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich kann mich mit... Von den Musikarten her, glaube ich, mit allem anfreunden. Ich glaube, da gibt es immer irgendwo was, was mir gefallen würde. Und wenn es mir nicht gefällt, höre ich es dann meistens... irgendwie aus Witz. Und dann gefällt es mir irgendwann auf Dauer doch ganz gut. Wenn man sich daran gewöhnt. Marius, hast du irgendwas, was dir... Eine Musikart, die dir gar nicht taugt? Also wo dir nie irgendwas wirklich daraus taugt? Ich denke, es gibt in jedem Genre Gutes und Schlechtes. Ja, ne? Also du magst nicht so gern Thrash-Metal, oder? Viking. Ach, Viking. Ja, sorry. Aber sonst? Also bis auf Viking bei Marius, bei mir geht eigentlich alles. Ist, glaube ich, alles okay. Aber ich bin ja so nicht so richtig deep im Musikbusiness drin. Background Music. Welche Musikrichtung, Musikarten kannst du überhaupt gar nicht leiden? Gibt's da eigentlich überhaupt was? Ich meine, ich kenne dich nicht gut, aber. My Name is Nobody Soundtrack. Was ich alles für Musik hab. Gibt es zumindest irgendwas, Marius, wovon du erstaunlich wenig hörst? Du hörst wenig Rap. Schlager, du hörst auch wenig Rap-Musik, oder? So Rap. Deutsch-Rap. Ja, nicht viel auf jeden Fall. Das stimmt schon. Bam, ba, da, da, da. Bei uns die Musik von Zwei außer Rand und Band eigentlich so großartig. Was tue ich da? So. Schlager würde ich jetzt spontan sagen. Ja,
Glaube ich auch. Also das Schlager, so das ist, was am wenigsten einen anspricht. Aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwas aus dem Schlager ironisch hören könnte und dann anfangen würde, es zu mögen. Oder weil ich halt irgendwas Schönes damit verbinde, weißt du? Wenn man dann irgendwie eine witzige Autofahrt hatte mit einem schlechten Schlagerlied und dann könnte ich das Schlagerlied immer wieder hören, weil es halt mich daran erinnert, ja, was da Schönes passiert ist. Hat ja ganz viel mit Emotion zu tun. Emotion, wie wir Spanier sagen. Aber Schlager ist, glaube ich, definitiv das, wo ich jetzt auch, kann man sagen, wo ich momentan objektiv sagen würde, das ist überhaupt richtig, richtiges Deutsch, dass es einem am wenigsten gefallen würde, weil es einfach so die Themen auch nicht so sind, die da richtig angesprochen werden, die mich so interessieren. Ich meine, Themen sind bei mir bei Musik eh immer eher so eine Nebensache. Du kennst meine Playlisten, Marius. So, die Themen sind bei mir jetzt eigentlich nicht wichtig, aber ich meine, da würde man ja, versteht man ja alles dann. Und dann ist es irgendwie, und die klingen ja alle gleich, da würde ich schon sagen, dass bei Schlager das Thema dann wichtig ist, zumindest. Aber man kann sich, glaube ich, an ganz viel Musik gewöhnen. Also. Jupp. Ich meine. Also, Fleckmon, die Geschichte kennst du noch nicht, deswegen erzähle ich die dir. Wenn wir bei KFC sind, läuft da immer dieselbe Playlist. Und da gibt es so ein paar Lieder, die laufen da irgendwie doppelt so oft wie der Rest. Und da fallen zumindest immer auf. Und. Manche davon, also, mag ich an sich nicht, ne? Ist nicht so meine Musikrichtung. Aber die habe ich dann so oft gehört und dann halt ironisch habe ich sie gehört, um mich ein bisschen drüber lustig zu machen, dass ich die halt höre, dass sie mir doch gefallen haben, weil ich es ja dann eben mit lustigen Momenten, ne, in diesem Fastfood-Restaurant verbunden habe. Und dann fand ich sie doch wieder gut. Also dann geht man schon wieder dazu ab. Aber ich würde mich jetzt definitiv nicht zu den Leuten zählen, die Ahnung von Musik haben und halt so, auch nicht von denen, die jetzt sagen würden, ja, alles, was halt Mainstream ist zurzeit, dass das schlecht ist, weil ich weiß nicht, mir langt's meistens, wenn es gut klingt. Dann bin ich schon zufrieden damit. Solange es mir ein gutes Gefühl gibt, ja, ist irgendwie, geht eigentlich ja, alles klar. Dann immer so mehr aus dem Genre höher. Ja. Dann mal wieder ein bisschen was Moderneres. Dann wieder ein bisschen ZZ-Top oder AC-DC bei dir. Genau, genau. Die Phase ist wieder vorbei ein bisschen. Echt? Was kommt jetzt, ja. Funpark Bernd? Jetzt, Super Eurobeat. Frage, wie kann man das nennen? Power Techno. So. Nee, so. Ich habe jetzt seit Scrubs bei Amazon Prime jetzt drin ist. Ja. Halt so die Musik, die da so manchmal im Hintergrund läuft, diese. Also ja, davon halt. So ein bisschen was Leichteres, Fröhliches. Okay. So könnte man das sagen. Gut für die Seele. Gut für die Seele, richtig. Das ist ganz wichtig bei Musik. Ja. Dass es die gute Laune gibt, so.
gute Laune ist ja an sich eine wichtige Sache. Immer nur traurig kann man nicht sein, ne? Ich habe das mal umgekehrt. Ich habe mal eine Zeit lang ganz gerne Silbermond gehört, habe mir dann eine Platte gekauft. War eine schlechte Idee. Oh. Ach, wie schön. Echt? Wann war das? Ja, Fleckmann, wann hast du dir Silbermond gekauft? Wie lange ist das her? Von Silbermond hört man gar nicht mehr so viel, oder? Oder bin ich nicht drin, so richtig drin? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie. Ich weiß, wie sie aussieht, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, wie hieß nochmal das Lied, was sie gesungen hat, das, was sie so bekannt gemacht hat. So. Hey! Das sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Schatten an der. An dem Bändel. Schuhbändel ist das. Dass wir noch die Schatten am Flicken? Flicken? Ich weiß gar nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Schon wieder. Hörst du? Die Stimme, los ist. Ja, keine Ahnung, das wäre ich nochmal im Stimmbruch. Ich war das letzte Mal mit 11 im Stimmbruch. Uah. Nee, ich weiß echt nicht. Jetzt muss ich mit ganz gedrückter und tiefer Stimme reden, um richtig männlich rüberzukommen. Ach komm, machen wir nochmal noch einen neuen Layer für Schatten. Schattenband. Schattenband könnte auch so eine Metalband sein. Wirklich. Ich meine, ich habe ja immer noch Kraftfutter, ist ja immer noch mein Name für eine Rechtsrock-Metal-Band. Kraftfutter, das ist halt schon. Eisenstange wäre auch so ein Name. Wie bist du Rechtsrock? Schatten F. Keine Ahnung, aber ich weiß auch, dass ich die CD nicht losgeworden bin. Das heißt, wenn man zu dir nach Hause kommen würde, würde man irgendwo eine Silbermond-CD finden. Wenn ich jetzt bei dir vorbeispazieren würde. Ganz spontan. Ach komm, so. Jetzt langsam werden die Linien noch besser. Mein Handgelenk ist ein wenig aufgewärmt. Aber jetzt sind wir schon fast fertig. Ich bin dann schon gespannt, wie es jetzt im Mode aussieht. Auf dem Dizzy. Das habe ich auch markiert, ne? Ich habe nochmal eine andere Farbe brauchen für. Auf dem Dizzy vom Slux. Orki hat gerade gesagt, Minas Morgul wird 1000 Jahre überdauern. Oh oh. Oh. Nicht schlecht. Scheiß rechtsradikaler Ork. Sogar hier. Diese Orks immer. Minas Morgul. Minas Morgul könnte so eine Begrüßung sein, so wie guten Morgen. Ach, Minas Morgul. Ich habe drüber nachgedacht. Vergraben unter vielen anderen, ja. Hast du viele CDs? Hast du eine große CD-Sammlung? Huch. Ja. Fleckmon, danke fürs Folgen.
CD-Sammlungen sterben sicher langsam aus, ne? Durch das ganze Streaming und digital kaufen. Wahrscheinlich stirbt sogar das einfach MP3s kaufen schon aus, oder? Fleckmon scheint viele CDs zu haben. Das ist ja nicht schlecht. Ich finde so eine CD aber eigentlich eine echt schöne Sache. Wenn man sowas in der Hand das halten stimmt. Kann. Was ist das hier eigentlich? Das ist der Airbrush. Welche Taste ist denn das? Welche Taste ist links vom N? Bei mir ist ja alles abgerieben. B, oder? Das müsste es B sein. Links vom N ist B. Okay, gut. Ich meine, wenn ich dann tippe, dann denke ich ja nicht drüber nach, dann drücke ich ja schon irgendwo in die richtige Richtung, aber... Die ist ja mittlerweile ein bisschen abgerieben, die Taste. Na... Wie komme ich nochmal zum Pinsel? Hier. Dreimal B drücken. Ich muss mal nachgucken. Ich finde allgemein, wenn man von irgendwas tatsächlich eine Sammlung hat, jetzt unabhängig, ob du jetzt eine CD-Sammlung hast oder nicht, Fleckmon, hat schon was. Irgendwie. Sieht immer gut aus. Auf jeden Fall. Marius, was würdest du bei dir als ersten, am ehesten als Sammlung bezeichnen? Deine Modelle? Meine Modelle? Ja, du hast doch Star Wars Modelle. Ja, aber eine Sammlung weiß ich nicht. Meinst du nicht? Ist noch nicht genug dafür? Auf jeden Fall keine fette. Hast du, sammelst du eigentlich sonst irgendwas? Nee, aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit ziemlich oft drüber nachgedacht, weil sowas halt doch ziemlich nett ist. Ja, ne? So verfolgst du halt so ein paar Jahre lang, freust dich, wenn was dazukommt, ist schon schön. Ja. 21 mit Silbermond. Also ich habe keine 21 CDs stehen tatsächlich. Na, wenn du irgendwann mal Silbermond los wirst, hast du ja genau 20. Das ist eine gute Zahl. Hast du dir auch überlegt, was du sammeln wollen würdest, Marius? Ja, also wenn, dann schon so modellmäßig irgendwas. Achso. Und der Einfluss jetzt von deinem Vater? Könnte sogar sein. Silbermond. Silbermond könnte so eine Effektkarte aus Yu-Gi-Oh! Sein. Ha. Kann man einen Silbermond ausspielen? Keine Ahnung, was es bringt, aber sicher gut. In meinem Yu-Gi-Oh! Kenne ich mich echt nicht aus. Wo habe ich nochmal die Schatten für den Sack gemacht? Einfach in dem Schattenlayer, ne? Weil hier finde ich irgendwie, das fehlt schon. Wenn ich es bei allen anderen gemacht habe, dann soll er da auch Schatten hin. Kräftige Wasserfarbe. Wasserfarbe ist echt am schönsten in dem Programm. Fleckmon, sammelst du irgendwas? Oder hättest du Interesse, was zu sammeln? Eine Leidenschaft für irgendwas? Bis dahin werden sicher noch welche dazukommen. Ja, ich auch verstehe. Da musst du 30 haben. Auch wieder eine gute Zahl. Sieht das gut aus? Sieht irgendwie zu stumpf aus, gell? Muss ich schon ein bisschen besser durchziehen.
So, ja, schon besser. Schon besser. Dzień dobry. Ach komm, ich drück immer statt V ist mein Hotkey fürs Drehen und ich drück immer B und wechsle dann immer den Brush. Abra. Ja, ein bisschen näher. So, jetzt ganz vorsichtig Licht aufdrücken. Mit dem Schatten so ein bisschen die Spitze da verlängern. So. Und jetzt, das Lied ist zu Ende, jetzt können wir mal ein anderes reinhauen. Was ist in dem Ordner drin? Hier, für die Musik wurde ich mal gesperrt. Glaube ich. Ne, mal ist gar nicht das. Das ist andere Musik. Ich dachte, es wäre so eine Playlist und ewig lange. Was ist das hier? All of it is American in spirit. Okay. Sachen habe ich auf dem Rechner, ne? Leute bashen mit Felix D. Bilder sammle ich, oder ich bin zu faul, sie wegzuwerfen. Bilder, also richtig entwickelte Bilder. Richtig im Fotostudio machen lassen. Oder so einem Automaten. In irgendeiner Druckerie. Future Funk. Vielleicht ist das hier ein bisschen angenehmer. Das andere hat mich immer genervt. This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows. And all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Also auf schwarzen Hintergrund, deswegen, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Das habe ich schon oft gehabt, als ich mit Wasserfarben hier gemalt habe. Dass hier irgendwie komisch aussah, ne? Das wird dann fleckig. Ich mag ja, das ist ein bisschen, eine gezeichnete. Ah, solche Bilder. Von dir selbst gezeichnet? Oder gehst dann immer auf Messen und Ausstellungen und holst dir ganz viele Bilder von Leuten. Aber das ist ja eine schöne Sache. Gezeichnete Bilder sind sicher nicht schlecht. Ups, habe ich eine Ebene zu viel erstellen. D. Probier mal aus hier irgendwie. Vielleicht kann ich das ja irgendwie doch ein bisschen... Connection Moskau. Moskau? Moskau! Connection Moskau. Roslo. Roslo. Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. So gut. Roslo. Roslo ist aber auch so ein Klassiker. Wenn doch zweimal nachfragt oder so, ich aus tiefster Überzeugung nochmal. Roslo. Ja, ne? Weiß gar nicht, wie man so. Von dir gezeichnet, noch sehr schick. Hast du irgendwo eine Seite, wo du Bilder veröffentlicht hast?
So, versuchen wir mal mit einer. Ja, ist ja schwarz, ne? So, hoho. Hier den Brush auswählen. Airbrush bitte. Harte Mischung. Schauen wir mal, ob es hier was hilft. Wir haben ja etwas schmutzigen Look eigentlich nicht kaputt machen, aber ich gehe davon aus, dass, dann, dass er hinüber ist. Ja, sieht ja jetzt toll aus. Also sieht sauber aus. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Aber das ist so, so komisch, darf es halt hier auch nicht aussehen, wie es hier aussieht. Vielleicht mit einem dunkleren Ton. Das zumalen. Auf Instagram. Heißt du da auch so wie hier? Da kann ich gleich mal reinschauen. Ich meine, jetzt wäre es dann irgendwie mit schwarzem Hintergrund. Dann sehe ich so aus. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Man könnte eigentlich auch ein bisschen selber noch was Dunkles reinmachen. Das sieht halt so sauber jetzt aus. Ich mag es nicht, wenn die Sachen so sauber aussehen. Das soll schon irgendwie schlechter aussehen. Ein bisschen schmuddeliger. Vielleicht kann ich ja... Das ist halt irgendwie blurred oder so. Das ist alles zu groß. Mal schauen, ob es hier irgendwie geht. Ja, schlecht ist es nicht, aber auch nicht gerade umwerfen. Besonders die Farbe gefällt mir eigentlich nicht so. Ja, das ist schon eine schönere Farbe. Sieht es noch damit aus. Jo, gleich wieder da. Yes. Welche Taste ist das eigentlich? J. Oh, ist das aber gerade laut. Birkenpfote, okay. Ah, schauen wir doch gleich mal rein. Instagram. Hier fliegt eine Mücke. Birken. So. Piep, piep. Oder gibt es zwei, die so heißen? Hallo. Komm zurück. Birkenpfote oder Birkenpunktpfote? Das Weichzeichen gefällt mir. Ich guess, war ich kein Freund davon, aber ein bisschen ein paar Flecken auf dem Sack zu kriegen, ist ja nicht schlecht, ne? Mir das mal. Ist ein bisschen ruhig, schlage ich gleich ein. So, da, das ist das Ende. Birkenpfote. Okay, einfach nur normal, dann schaue ich jetzt mal. Es gibt zwei Leute. Und beide zeichnen. Das ist das Problem. Das Problem. Birken. Fude.
Weil es gibt Birkenpunktpfote und Birkenpfote. Ich glaube, du bist Birkenpfote ohne Punkt. Jetzt hast du zweimal ohne Punkt geschrieben. Weil das für Farben machst du das? Sind das Wasserfarben? Ja, da steht's ja hier. Fleckmon, da oben steht's, jawohl. Oh, das sind sogar mehrere. Ja, kann ich ja drin rumskippen. So. Ja. Ach, ist mit Copic-Markern gemacht? Steht zumindest dort. Alles mit Copic. Also natürlich jetzt natürlich fake und du schreibst falsche Sachen hinter den Hashtags. Copic-Marker sind doch richtig teuer, oder? Oh, das ist ein cooles Bild. Hat auch 17 Likes. Ist ja nett, dass du immer noch Close-Ups noch dahinter herlädst. Es hört gar nicht auf, ich kann immer mal nach unten scrollen. Du hast tatsächlich ordentlich viel gezeichnet. Schick, schick, schick. Copic und Filz, ja. Aber Copic-Marker sind doch teuer, oder? Habe ich das nicht richtig in Erinnerung? Also bei uns im Comicladen stehen immer welche. Ja, aber die sind verdammt gut. Ja, glaube ich auch. Also, bin mir sicher, sonst den Effekt, den kriegst du, glaube ich, auch nicht so schick mit dem Rechner hin. Ist schon noch was anderes, wenn du es dann mit der Hand zeichnest. Sieht dann einfach natürlicher aus mit Copic. Es gibt auch irgendwie eine Copic-Alternative, habe ich mal gehört. Aber von der weiß ich nicht viel. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich weiß, dass es sie gibt. Eine günstigere Version. Aber die sollen auch nicht so gut sein. Wie ist das? Also jetzt sind die Flecken mir ein bisschen zu heftig. Jetzt könnten wir noch ein bisschen mehr mit Wasser drüber gehen. Noch mal kurz weg. Okay. So, witzig, dass es zwei Leute namens Birkenpfote gibt. Hätte ich nicht gedacht. Ist das irgendwo in irgendeinem Fandom irgendwie was Bekanntes? Fangen wir noch mit dem schwarzen Hintergrund an. Ja, sieht schon aus wie ein Sack, oder? Oben halt noch, da fehlt noch ein bisschen Schmutz. Also, was heißt Schmutz halt? Also, es ist nicht so. So gerade aussieht alles. Wie soll ich. So sauber. Ich finde es jetzt nicht. Ich finde die Dinger nicht schlecht. Also, die hier, ne, die längeren. Als man den Cursor sehen kann. Finde ich nicht schlecht. Die kleinen finde ich ein bisschen komisch. Ist ein bisschen überdeutlich so. Vielleicht nochmal Nein damit.
Comics fühlen sich halt auch richtig gut an. Von der anderen wusste ich nichts. Ja, ist. Ich glaube auch, ne? Ich meine, die sehen auch hochwertig aus jetzt, ne? Von der Verarbeitung allem. Also nicht nur zum Zeichen, dass sie sich gut anfühlen, sondern ich glaube, die sind auch an sich. Liegen die gut in der Hand? Ich habe mal einen in die Hand genommen. Das war schon nicht schlecht. Aber gekauft habe ich sie nie, weil sie mir zu teuer sind. Also ich zeichne eh nicht so viel, deswegen lohnt sich's bei mir nicht. Mir gefällt mir die Stelle echt nicht. So, dann machen wir wieder den Filter. Ja. Das geht doch jetzt. Und dann müssen wir also das hier muss ich jetzt übermalen. Das mache ich jetzt auch mit einem von diesen Flecken. Ich weiß, dass eigentlich ein Sack so gestrichelt sein müsste, ne? Also, ich habe hier die Farbe rausgeklottert. Also, müsste ich irgendwie das Muster reinbringen, dass er so geflochten ist. Aber, das muss ja nicht sein. Das ist ja jetzt so. Hast du ein bisschen was gezeichnet? J. Das gehört schon zu der Ebene, ne? Das Problem liegt schon bei der. So, dann ist es jetzt weg. Welche Ebene war es noch? Das mit den Flecken, die hier. Ah, dein Charakter heißt so, dann quasi dein würde quasi Birkenpfote heißen, wenn du in der Story wärst. Verstehe ich das richtig? Seit OC quasi. Das ist ein schöner gewordener Strich. Das ist hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Das machen wir hier auch mal ein bisschen dünner. Muss ich übertreiben mit dem Rausblurren. Bin gespannt, ich habe noch gar nicht nach oben geschaut, wenn es ist. Ja, es sieht halt komisch aus mit dem Zeug da. Ich könnte es jetzt natürlich auch weich zeichnen, hier an den Rand so. Einfach vermischen, dass es halt. Trotzdem, dass sie die Farbunterschiede haben, aber halt. Ist halt alles noch ein bisschen kantenloser ist. Aber es ist halt. Es bleibt halt irgendwie komisch. Ist immer so schade. Muss immer schauen, welchen Hintergrund man hat. Also eigentlich kann man sowas gar nicht als ausgeschnittene Datei behalten, wenn man wirklich die Wasserfarben benutzen möchte. Gibt's dazu eigentlich so ein richtiges Fandom mit Foren und Discords und Teamspeaks und wo sich die Leute dann alle unterhalten darüber? Bist du da auch aktiv bei sowas? Ich finde es immer schön, wenn Leute halt irgendwie von einer Serie so richtig drin sind. Oder einer Reihe. In dem Fall. Und da dann auch was drin machen. Hier so ein Ast abgehen lassen. Das wäre doch nicht schlecht. Und jetzt noch hier fehlt definitiv was. Und das muss jetzt wieder alles weich gezeichnet werden. Ja, das müsste eigentlich jetzt hinhauen. So, entfernen wir wieder den Rand. Ich würde sagen auch, dass der Saft ganz okay aussieht. Man sieht aber die weißen Stellen nicht mehr. Wo ist denn die Ebene mit dem weißen Zeug hin? Ah, ist die hier? Nee, die ist doch immer weiter oben. Hä? Ist blöd.
Anscheinend. Hier habe ich doch überall weiße Linien hingetan. Wo sind die hin? Habe ich die irgendwie übermalt? Anscheinend. Na egal, dann mache ich sie neu hin. Bis hier ist ja keine Ebene, die sonst irgendwie verwendet wird, glaube ich. Die habe ich einfach aus Versehen gemacht. Dann noch die weißen Lichtpunkte in die Flüssigkeit rein. Was sonst? Ich glaube, der Sack sieht schon saftig genug aus. Lass mich noch diese kleinen Fehler hier ausbessern, ne? Also hier oben habe ich irgendwo einen gesehen. Hier, das da. Und das da vielleicht. Das müsste hier, der da. Das muss eigentlich schon gewesen sein und da ist einer. Vier Stück. Kann ich mir merken. Ja, Phantoms gibt's. Ist eigentlich eine Buchreihe, genau, habe ich mal liegen gesehen. Im Buchladen. Ich habe früher halt richtig weggesuchtet. Aber in der Szene selber bist du dann nicht mehr so drin. Wir könnten eigentlich raue Tusche dafür benutzen. Raue Tusche ist ja schön. Oder glatte Tusche. Ich glaube, 8 ist aber schon wieder zu groß, oder? Ja. Na, obwohl, 8 könnte gehen. Ich bin aber nirgendwo angemeldet, ich freue mich dann lieber still vor mich hin. Ja, so auch nicht. Ja, die Stelle könnte zu dick geworden sein. Ach nee, das passt schon. Okay, dann noch die Fehler ausbessern, dann können wir in die fast Ebene ganz oben gehen. Mit schwarzem Hintergrund wieder an und vielleicht sehe ich es besser. Da sehe ich gar nichts, da sehe ich ja die Weiß nicht. Die Weiß. Die weißen Flecke nicht. Gut, ist aber kein sanfter Übergang von der Musik. Nee, es haben neue Staffeln angefangen und die waren mir dann irgendwie zu langweilig.
Animation davon schaue ich mir noch ganz gerne an. Mensch, was es da alles gibt. Ich meine, ich weiß noch, dass ich es in meinem Buchladen habe liegen gesehen, aber mehr weiß ich auch nicht davon. Sind immer noch weiße Punkte. Das passiert alles, wenn man dieses mit automatisch dieses automatische Auswahltool benutzt, dass er irgendwie manchmal ein paar Stellen vergisst. Aber dafür ist es trotzdem super praktisch. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Mir gefällt mir der Flicken am besten von den Farben her. Der ist hübsch geworden. Auch wenn er auch mit Schwarz hinten macht, finde ich ihn immer noch ganz schön. Aber das hier könnte ich jetzt noch ausbessern. Wo ist denn der Flicken? Müsste der hier sein? Nee. Das hier ist es. Jawohl. Schon irgendwie ein schöner Farbton. Hier den Strich hier, den können wir noch wegmachen. So, das wird der Saftsack. Doch mehr geworden, als ich dachte. Hat auch irgendwie länger gedauert. Ich habe jetzt 2 Stunden gestreamt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Der landet dann übrigens später auf dem Discord von Basti. Der heißt Slugslux auf Twitch und streamt jeden Tag hier. Und ich hoffe, der freut sich darüber, dass ich ein Emote für ihn gemacht habe. Ja, Fleckmann, oh, meine Bitrate bricht doch gerade ein. Da würde ich mich von dir verabschieden. Schön, dass du sagen zugeschaut hast. Aber ich bin jetzt fertig hier und habe jetzt, glaube ich, nichts mehr groß zu tun in Clip Studio Paint. Deswegen würde ich den Stream jetzt beenden und die Sachen dann auf YouTube hochladen. Also falls du dir das nochmal anschauen möchtest, wie der Anfang aussah, das landet dann irgendwann auf dem YouTube-Kanal, der ist unten verlinkt. Da kommt aber nicht viel, ne? Also lohnt sich nicht zu abonnieren. Ja. Dann mach's gut. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Also ich glaube, ich zeichne öfters in Streams, als dass ich was anderes mache hier. Deswegen. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du ja gern da bleiben. Sonst, ja. Mach's gut. Man sieht sich vielleicht mal wieder. Ade. Ade und ciao, Kakao.